Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Altes Live mit den Amtsherzi. Ja, begrüße Sie. Natürlich auch der Amtskollege Basti. Ja, hallo. Und meinerseits der Heinzi. Jo, wir sind gerade dabei, eine kleine Drogenrunde fertigzustellen. Und sind eigentlich gerade mitten auf dem Weg zum Drogenhändler, um unsere Ressourcen abzuliefern und das Geld zu kassieren. Während der Fahrt war es eher ruhig. Es ist uns einmal ein Auto entgegengekommen und einmal ist ein Heli drüber geflogen, aber wirklich passiert ist bis jetzt nichts. Oh, vor uns ist ein Auto. Ist ein Jeep, also nicht die Polizei, glaube ich. Pass auf, vorne ist wieder der Radar, gell? Wobei es eigentlich auch schon durch ist. Der Radar ist, der ist eh offensichtlich. Aber wie gesagt, weil ich möchte nur anmerken, Radar sind wir mittlerweile egal. Nachdem wir eh schon jede Regel brechen. Ja, und ich habe bereits meinen Führerschein verloren. Da ist auch. Ich zum jetzt schon ewig kann man gekauft. Ich kann nicht einmal mehr einen kaufen, weil ich schon so oft verloren habe. Ja, also von der Polizei lassen wir uns sicher nicht erwischen. Also, man ist natürlich Roleplay-mäßig runterspielen, aber wenn es so hart auf hart kommt, werden wir uns da nicht ergeben, weil wir würden mal da so viel Strafe zahlen, das wird sich da nicht ganz rentieren. Der Spaß, sagen wir ganz ehrlich. Und die Sache ist natürlich auch, das ist leider etwas, was wir nicht aufgenommen haben, wenn ich mich recht erinnere. Oder doch, das haben wir aufgenommen, gell? Was? Die Verfolgungsjagd. Ach so, ja, die haben wir aufgenommen, ja. Ja, ist schon. Die haben wir sogar aufgenommen. Die Polizei hat auch geschossen, ohne dass wir jemals einen Schuss abgegeben haben. Das bedeutet für uns natürlich bittere Rache. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Das ist klar, ja. Das heißt, wenn uns die Polizei jemals wieder verfolgen sollte, dann werden wir da ab das schon so machen, dass zwar vielleicht einer seine Ladung verliert, aber die Polizei definitiv nicht mehr lebend davon kommt. Ja. Vielleicht so wie bei den anderen 6-7 Leute, die was damals beim Drogendeal auf uns gewartet haben. Ja, Weltklasse. Da haben wir leider nicht aufgenommen, wir sind eigentlich nur eine Runde gefahren, um Geld zu verdienen. Eine schnelle. Eh gegen Ende des Servers, also es ging Ende, dass der Server neu startet. Und genau am 2 Minuten bevor der Server neu gestartet hat, sind auf einmal 7 leicht bewaffnete und eher schwach ausgerüstete Personen auf uns zukommen und haben verlangt, dass wir unsere Waffen niederlegen. Naja, wir haben kurz gezögert und sie dann, nachdem wir das natürlich verneint haben. Leicht spöttisch natürlich. Ja, leicht spöttisch natürlich. Ernst? Über den Haufen geschossen. Was denn? Ja, was haben wir damals gesagt? Irgend so ein Scheiß. Achso, das meinst du. Seid euch da sicher, das war so geil. Ja, das ist ein Überfall. Die sind zu 6 gewesen, haben mit Unterhosen, 7. Oder zu 7 waren mit Unterhosen bewaffnet und einer Pistole. Ich glaube, es waren die Shorts. Ja, Shorts, Bermuda, und eine Bermuda-Hemden da dabei. So eine aus den 70er, eine ganz eine speziellen. Und ja, das ist ein Überfall, das war sowieso das Beste. Und dann stehen 3 Leute dort. Bis zu die Zähne bewaffnet und ich sag das zu denen. Ja, auf die Frage, ob das denen ihr Ernst ist, nachdem die dann auf einmal so angefangen haben rumzulaufen, ja, haben wir uns entschlossen, dass wir da drauf schießen werden. War ziemlich witzig. Ja, wie man auch sagen kann, wir haben uns entschlossen, das Problem in die Hand zu nehmen und das zu lösen. Ja. So wie der Kollege Henser das jeden Tag macht, das Problem in die Hand nehmen. Ich bin heute immer schon ein Hands-on-Guy gewesen. Ja, genau. Hand drauf, nicht wahr? Jo, ja. Ach ja. Ja, eigentlich sind wir den brisantesten Teil vom Weg schon gefahren, ja. Ja. Obwohl extrem viele Polizisten online sind und auch Spieler, war es bis jetzt, gelinde gesagt, ein bisschen fad. Ja, es ist auch witzigerweise oder lustigerweise immer am meisten nicht viel Action, wenn wenig am Server los ist. Also wenn viel am Server los ist, weil heute war
eine Präsidentenüberstellung oder ein böser Heli vorne. Eskorte. Eskorte, genau. Ja, ich sehe, das ist eine Ambulanz, oder? Oder Polizei, weil das ist nämlich die Polizei drin. Ja, fahren wir ja, aber das ist Ambulanz, rot. Ja. Rot-weiß, ja. Das ist Ambulanz. Aber wird da vielleicht auch so kommen. Straße ist frei. Okay. Wo war ich jetzt an? Ah ja, heute war Präsidentenkonvoi, irgendeine Eskorte. Und da sind halt ziemlich viele Polizisten am Server gewesen. Ja, nein, mittlerweile sind es fast 90 Leute am Server. Und ja. Haben wir uns eigentlich mehr Action erwartet, ganz ehrlich so. Eigentlich schon, ja. Ein bisschen enttäuscht, aber nur ein bisschen. Ja. Aber das sind wir ja gewohnt. Die wohl, wann haben wir schon die Situationen richtig vorausgesehen? Jemals. Der Heli fliegt aber. So, ey, das ist jetzt aber nicht der Rettungsheli. Achtung, ein bisschen Abstand halten, weißt du. Na, passt schon, fahr weiter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die uns da ausspähen. Aber das sollen sie nur machen. Diesmal gibt es da kein Pardon. Ist das ein Polizeiheli? Ja. Will er tanken? Ja. Okay. Er versucht zumindest. So, jetzt sind wir gleich beim Drogendealer. Dort muss man muss jetzt auch sagen, bei die eben genau da, wo man das Geld bekommt, da wird es teilweise auch immer wieder mal actionreich. Was auch irgendwie klar ist. Ja, und dort einer vielleicht sich überhaupt irgendwo weiter hinten hinstellen und die anderen laden aus, weil wir können es dann immer noch brüderlich teilen. Das sind alle drei vorne bei die Autos die ganze Zeit stehen, sodass einer wirklich vielleicht taktisch schon positioniert ist, sodass man, wenn wir irgendwo hinlaufen, dass der automatisch Feuer geben kann. Ja, oder bei ihm irgendwo hinlegen. Der Heli fliegt wieder. Uns noch? Er fliegt, so wie es mir ausschaut, das ist in der Richtung Westen. Könnte schon sein, dass er um die Insel umfliegt und dort beim Drogendealer ist. So, gehen wir Gas. Ich gebe Gas, ich fahre mit maximal Geschwindigkeit. Ja, der fliegt. Es schaut so aus, als ob er in die Richtung fliegt, gell? Okay. Und auf der anderen Seite. Aber da war nur einer drinnen, was ich da gesehen habe. Ja, dann hat der keine Chance. Ich meine, so die Frage, gell, wenn die da irgendwo einen Überfall planen. Aber der Heli fliegt auf alle Fälle in die Richtung Drogendealer. Okay. Das ist jetzt links neben uns fast. Ich sehe ihn nicht mehr. So, ich sehe ihn noch. Da am Punkt. Das sehen wir jetzt gar nicht. Um. Das ist mir eigentlich wurscht. Dann, was man beim Drogendealer los ist, wenn irgendwas dort noch steht oder erkenntlich ist, dann fahren wir einfach vorbei, oder? Ja. Und dann kommen wir von hinten oben rüber. Ja, ich sehe ihn jetzt auch, der steht, der ist ziemlich da genau über uns. Und der steht in der Luft. Ja, das ist definitiv ein Überfall. Ein geplanter. Ja, passt. Also, lass du mich auf. Na, fahr weiter. Ich werde mich jetzt da aufhauen, irgendwo in Stellung gehen und werde mal eine Warnschüsse auf dem abgeben, weil wenn der nämlich nicht abhaut, dann werde ich ihn oberschießen. Das ist ganz einfach. Weil diese Kisten halten eh nichts aus. Und da oben kreisen, das kann ich schon einmal abfallen mit dem Scheiß. Weil Achtung, bleib stehen. Ich seh's. Lass mich raus. Da schießt schon was. Vorher, ja. Stefan. Steh raus.
Er ist wieder eingestiegen. Wieder ausgestiegen. Nein, er steht draußen. Er läuft jetzt her. Unbewaffnet. Da ist ein zweiter. Ja, den sehe ich, der hat da Waffen. Haltet euch bereit. Anna soll außen rumgehen, ich bin drin beim Drogendealer. Wer redet mit ihm? Ich. Drei kleine Konsume. Hallo, wie kann man euch helfen? Guten Tag, die Herren. Hallo? Hallo? Ja, das ist der Corleone. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Grüße Sie. Wollen Sie mal die Waffe wegtun? Genau. Etwas entspannter. Kommen Sie mal bitte mit. Ja. Begrüße Sie. So, die Herren. Hands up, Peppe. Oh, Herr Wasti, ich grüße Sie. Grüße auch Sie. Alte Bekannte. So. Ja, die Herren. Wir machen hier eine kleine Kontrolle, weil wir irgendwie einen kleinen Verdacht bekommen. Oder besser gesagt, einen Verdacht haben. Wollen Sie mir mal einen Schlüssel für Ihren Hammett geben? Ja, der ist gut, aber muss ich leider verneinen. Aha, okay. Was haben Sie denn hier in Hemet? Ach, das sind nur Opiate für die Kinder. Wir sind Ärzte, aha, ohne Grenzen natürlich. Du weißt selber, wie das ist. Damit die Kinder nicht leiden müssen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben den Verdacht, dass sie Heroin drin haben. So. Wie lösen wir das jetzt? Naja. Ich brauche bloß einen Schlüssel. Wenn sie kein Heroin drin haben, haben sie ja nichts zu verbergen. Ja, wir haben ja nichts zu verbergen. Wo ist das Problem? Frag ihn überhaupt, wo das Problem sein soll, wenn man Heroin hat. So schlimm an dem Schlüssel. Naja, ich verstehe das nicht ganz. Wo ist denn das Problem? Sogar wenn wir Heroin hätten. Ja, sind Sie ein Polizeispitze? Ganz sicher sind wir keine Polizeispitze. Ach, das kommt mir schon so vor. Mafia mit Polizisten zusammen? Wäre nicht das erste Mal. Ja, nee, also bei uns auf jeden Fall nicht. Es geht mir rein bloß um unser Feld. Das ist unser Feld und wir sehen das nicht gern, wenn Leute das Feld besudeln. Also gesagt, sich nicht anmelden oder irgendwelche Pflänzchen pflücken, weil manche müssen dann noch ein bisschen ruhen, manche müssen ein bisschen wachsen und wenn sie das falsche Feld abgefarmt haben, wäre das etwas ärgerlich. Ja, deswegen düngen wir dann noch immer. Ja, also. Wollen Sie jetzt nochmal Ihren Schlüssel geben? Dürft man sie? Leider. So gone, dass sie gehen sollen, oder? Leider kann ich Ihnen meinen Schlüssel nicht überlassen. Meine Frau bringt mich um, wenn ich Ihnen einen Schlüssel überlasse. Okay. Ja gut, tut mir leid, aber da müssen Sie leider mit Konsequenzen rechnen. Tut mir sehr leid für Sie. Nehmen Sie mal bitte die Waffe runter. Was ist denn mit Ihnen los? Quasi, was machst du? Also gut, wenn Sie meinen, ist ja Ihr Leben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich danke, Ihnen auch. Guten Flug. Da kommt jetzt garantiert irgendwas. Da kommt der Jeep, Das sei mal gedacht. Mal genau jetzt dieses Erdbeben. Ja, ich kann nichts machen. Was tut der da? Alter? Ich kann die Waffen nicht mehr holstern. Warum ist die holstern? Ja, ich kann sie nicht mehr deholstern. Schau mal, wegfahren oder was? Na,
Zeig mir einen. Ja, fahr du weg. Mein Auto steht noch da. Was? Ah, nimm eins bitte. Wird man sie einfach gleich schießen sollen? Fuck! Ja, ich bin leider auch gestorben. Ich hab sie beide gesehen und die haben mit dem Rücken zu mir gestanden. Auf einmal bin ich tot, das gibt's gar nicht. Das Lags. Scheiß Erdbeben, wenn das Erdbeben gewesen war, die zwei sofort hingehabt. Ich weiß nicht, während dem Erdbeben habe ich nicht mehr Holz, meine Waffen war unten angeschlagen. Dann hat er sich auf einmal geholstert während dem Erdbeben und ich hab sie nicht mehr die Holz dann können. Es ist nicht mehr gegangen. Mit Shift H. Ah, fuck. Ah, das war jetzt schlecht. Der hat Basti, bist du weggekommen? Ich wollte mit deinem Truck wegfahren. Ich hab ihn schon aufgesperrt. Hast du ihn jetzt aufgesperrt? Ich hab ihn wieder zugesperrt. Aber das Problem ist, ich bin nicht reingekommen. Das Action-Menü ist nicht gekommen, dass ich einsteigen kann. Im Notsanitäter gerufen. Ja, ich würde sagen, die nächsten 5 Minuten sind, glaube ich, eher uninteressant, während ich respawn. Ja, ich kann auslassen. Ja. Nun gut. Dann bis zur nächsten Folge bei den Amtsgamern. Amtsgamern. Amtsgamern.